Die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie muten uns zu, dass wir nun schon über einen langen Zeitraum hin auf vieles verzichten müssen, was unser Leben bereichert. Seit einiger Zeit berichten Menschen aus Kassel und Umgebung in der HNA unter der Kolumne "Ich würde gern mal wieder", was sie zurzeit am meisten vermissen. Ich persönlich würde gerne wieder einmal bei einer Feier mit anderen tanzen. Für mich ist der Tanz Ausdruck von Lebensfreude, die ich mit anderen auf sehr schöne Weise teilen kann. Der amerikanische Franziskanerpater Richard Rohr hat als Buchtitel für seine Gedanken über das Leben des Menschen in Einklang mit dem dreieinigen Gott der göttliche Tanz gewählt. Dazu inspirierte ihn eine Abhandlung bei den Wüstenvätern, die für das Geheimnis des dreieinigen Gottes das griechische Wort Perichoresis verwenden, das sich seiner Meinung nach am besten mit Tanzen übersetzen lässt. In dieser bildlichen Annäherung an das Geheimnis des Wesens Gottes sieht er dabei Gott nicht als Tänzer, sondern als Tanz selbst. Mich spricht dieses Bild sehr an. Gott, der unentwegt Leben in unvorstellbarer Kreativität hervorruft, bindet uns Menschen in seine kreative Gestaltung von Leben mit ein. So bin ich durch meinen Schöpfer eingebunden in einen nie endenden Fluss von Lebendigkeit, von Hingabe in Liebe und von Neuschöpfung. Christus ermutigt mich, mich trotz aller Erfahrungen von Brüchen und von Scheitern mit meiner Persönlichkeit und mit meinen Möglichkeiten in das Leben einzubringen. So wie Braut und Bräutigam mir auf ihre Hochzeit zuwinken, ich solle mich doch in den Tanz mit den anderen Gästen einreihen.